Ein wunderschönes Hallöchen, ich bin's mal wieder, euer Weizen 85 RP. Wir machen heute weiter unsere Ernte Weizen, so dass wir wenigstens den mal wegbekommen. Aber so wie es hier aussieht, können wir uns gleich mal den großen schnappen. Den großen Anhänger, dann können wir nämlich auch schon das Feld hier mit dem kleinen Traktor betrillen oder besehen. Aber erstmal müssen wir hier einen Kurs aufzeichnen und daher heißt es, Kurs fertig machen oder mehrere. Aber jetzt warten wir also noch auf den Traktor, bis er sich endlich mal fertig gemacht hat. Zum theoretisch Helfer raus, VB. Kann man jetzt mal fertig machen. Dann haben wir ja schnell was zu tun und stehen jetzt so sinnlos rum. Daher fahren wir jetzt noch den Schwung ab. Aber wir müssen uns noch was schaffen, deswegen schaffen wir heute noch ein bisschen was. Aber wir müssen hier wirklich noch ein bisschen was schaffen, so dass wir hier wenigstens noch auf den grünen Zweig kommen. Und der Abfahrer kommt wieder zurück. Der Drosche hat auch schon wieder 77%. Der müsste gleich einen Drosche ansteuern, wenn er gut ist. Aber ich glaube es noch nicht. Aber wir sind hier fertig. Zum Glück sind wir hier fertig. Dann können wir schon mal den zurückfahren. Werden wir auch jetzt machen. Helfer, ich hatte einen Helfer nochmal drin gehabt. Aber wir werden jetzt hier schnell noch was machen. Und daher heißt es jetzt schnell, den hier zur Seite stellen, den Anhänger schnappen, den ersten Schwung aufladen und dann die Runde schon mal einfahren. Beziehungsweise der Schnetz ist er ja auch nicht hier. Der wird wohl schon ein Weilchen dauern, bis der wieder hier ist. Aber es ist unser Vorteil. Spannen wir dich ab. Nehmen wir das Frontgewicht. Wenn er eins nehmen kann. Der kann keins nehmen. Dann hat sich das schon wieder erledigt mit Frontgewicht. Unterhelfer ist voll. Da müsste eigentlich theoretisch der Abfahrer schon hindüsen. Aber wo habe ich jetzt den Hänger hingestellt? Hier. Aber wir werden jetzt erstmal den Kurs einfahren zum Güterbahnhof, dass wir hier wenigstens noch ein bisschen was in die Gänge schaffen. Jetzt einen Rückwärtsgang einlegen und ankoppeln. So, dann haben wir nämlich schon mal einen Vorteil. Dann können wir den nachher nämlich kombiniert losschicken, Geld machen. Von hier. Dann machen wir gleich mal das Feld auf. Da muss ich nämlich gleich mal was gucken. Ja. Gut, dann werden wir hier den Kurs anfangen aufzuzeichnen. Kurs beginnen. Und dann werden wir auch gleich losdüsen. Dann machen wir gleich das Feld nochmal zu. So, dass wir jetzt erstmal auf die Straße kommen. Machen wir gleich mal die Karte groß. Straße hochfahren, gut. Aber jetzt müssen wir uns erstmal sputen, so dass wir wenigstens erstmal auf die Straße kommen. So, jetzt sind wir auf die Straße. Wir machen jetzt einmal einen Tempomaten drin. Lassen jetzt den hochfahren. Wo fahren die jetzt hoch? Aber im Blick auf die Karte. Hinteren Shop rechts weg, links weg und dann immer hoch. Dann passt es ja schon. Dann sind wir ja schon fast da. Also düsen wir erstmal mit dem Kurs nach oben zur Getreide. Zum Güterbahnhof. Und zurück, dass wir wenigstens ein bisschen Geld aufs Konto kriegen. Daher müssen wir jetzt mal ein bisschen sputen.
Und endlich, die Seemaschine hat auch endlich ihre Arbeit gemacht. Alles düsen wir auch weiter. So, dass wir wenigstens die Fuhre da hoch bekommen, müssen wir uns jetzt mal ein bisschen sputen. Ja, mit 32 ist halt nicht schneller als wir sich selber. Aber was wollen wir machen? Denn wir brauchen ja das Zeug und deswegen das Geld, ehrlich gesagt. Denn wenn wir halt mal einen großen Zug wegfahren, da bringt es halt das meiste Geld momentan. Und deswegen fahren wir jetzt dahin. Biegen jetzt ab, ordentlich. So, dass wir wenigstens den Schwung da loswerden. Entschuldigung, Froschemals. Dass wir wenigstens den Schwung da loswerden. Aber wir werden jetzt ein bisschen weiter rechts fahren, weil wir eventuell Gegenverkehr haben. So. Jetzt sind wir nämlich auch schon hier oben. Wir machen jetzt noch die Kurve mit fertig. Dann übers Gleis und dann haben wir auch schon fast erreicht unseren Bahnhof. So. Dann fahren wir jetzt mal die große Runde. So. Entschuldigung. Fahren wir jetzt mal die große Runde, so dass wir wenigstens hier ankommen. Dass wir im Dreher stehen. So. Jetzt können wir auch schon weitermachen, dass wir wenigstens eine Rücktour jetzt noch machen, aber es ist ein bisschen versetzt, so dass wir uns nicht ins Gehege kommen mit den anderen Abfahrern. So. Aber dann sind wir auch so weit, dass wir jetzt hier weitermachen können. Düdeln wir jetzt wieder zurück die Strecke. Ist halt eine größere Strecke als wie die andere. So, dass wir dann endlich mal ein bisschen mehr Action auf der Karte haben. Werden wir uns jetzt mal ein bisschen sputen. Ja, ich weiß, Windrasi ist nicht schnell. Aber jetzt hier rum wieder. Und jetzt düsen wir schneller zurück. Aber es müsste auch gleich der andere Traktor kommen. Die Fuhre abkippen. Dann haben wir schon 9 Kubikmeter drinne. Ja, dann schon drinne. Dann können wir halt in naher Zukunft mal hin und wieder mal den losschicken, wenn wir da so 2, 3 Fuhren drin haben. Dann haben wir also theoretisch einen Zug voll, ein Zug läuft weg. Dann würde ich fast sagen, wir haben 3 drinne, schicken die dann los. Dann passt das nämlich auch schon. Mit Abfahrerei. Aber den haben wir auch schon in der Route fertig. Aber der hat auch schon mal 20 Betriebsstunden auf dem Tacho. Ja, was stellen wir denn als nächstes hin? Ich denke mal Mais. Ne, Mais kann man nicht ernten. Ich denke mal. Was heißt das? Raps. Dass wir den Raps hinstellen. Das wäre ja das Sinnvollste. Aber jetzt erstmal hier rein. Gegenverkehr achten, so dass wir eventuell mal vorbeikommen. So. Hier hingedüst. Und hier angehalten. Gut. Und da könnten wir eigentlich abfahren Richtung, wie ist der? Speichern unter Abfahren Getreide.
So, Zug 1 und es geht. Und dann werden wir jetzt erstmal dem was zuweisen. Weizen können wir lassen. Und Helfer einstellen. So, dann hat er den ersten Schwung schon mal drinne. Und das hier, ja, kann man eigentlich schon sofort abfahren. Und dann werden wir mal gucken, was der andere macht. Dann klappen wir dich mal zusammen. Und heben dich mal aus. Er ist ausgehoben, das passt doch schon. Aber dann werden wir erstmal den ja wegstellen. Aber theoretisch müsste es ja jetzt laufen mit den anderen Abfahrern. So, dann fahren wir jetzt einmal zum Hof und schnappen uns die Seemaschine für die 3 und setzen noch mal ein neues Getreide an, dass wir wenigstens hier weiterkommen. Und zwar gleich auf Raps, so dass wir mal ein bisschen Geld verdienen. Schalten hier auf Z um. Dann machen wir jetzt mal eine große Rapstour. Und somit haben wir auch schon das Feld erreicht. Und werden jetzt erstmal hier mit Helfer drillen. So, dass wir wenigstens heute mal am grünen Zweig kommen. Warten wir eigentlich am Zug. Der ist noch nicht da. Aber da müsste auch 10 Augenblick angerannt kommen. Oder angeschwurbelt kommen, dass wir wenigstens den Schwung wegkriegen. Dass wir, Entschuldigung, dass wir ein paar Euros auf dem Zug haben. Aber das heißt denn, im nächsten Part Eisenbahn fahren, bis der Arzt kommt. Wo ist jetzt eigentlich der Abfahrer? Er kommt jetzt gerade die Straße hoch. Dann kommt er schon, das passt doch schon ganz gut. Also werden wir das erstmal noch gucken. Der ist auch schon mal noch schon wieder halb voll fast. Der düst jetzt ab. Da müssen wir also einen neuen Kurs aufnehmen. Denn da kommen sich jetzt wieder ein Gehege, die Bienen. Daher heißt es jetzt demnächst noch einen Kurs aufnehmen, so dass sie nicht in die Gehege kommen. Aber jetzt kippen wir mal schnell die Fuhre ab und fahren nochmal zurück. Der andere ist. Noch voll. Da kommt jetzt erst an. Der kommt auch erst an mit seinen 45% auf 40. Also müssen wir 3 Züge hinfahren. Das passt auch schon wieder. Können wir also schon mal die Eisenbahn befüllen. Passt doch schon ganz gut. Dann haben wir ein bisschen was drauf. Ist nicht viel. 7%. Aus könnten wir erstmal im nächsten Part zu Geld machen. Oder warten wir eigentlich noch auf den anderen? Wir warten auf den anderen Zug, der danach kommt. Also fahren wir jetzt noch ein bisschen Droscher mit. In der Hoffnung, dass der andere Abfahrer zeitnah da ist. Der müsste gleich im Augenwinkel aufblicken. Da ist er ja schon. Also die Seemaschine ist auch schön fleißig und das passt doch alles ganz gut. Dann müssen wir jetzt uns nochmal eine Seemaschine holen, neuen Traktor holen, pipapo. Aber jetzt kommt der Abfahrer auch schon an. In Hoffnung, dass er noch pünktlich da ist. Aber der sieht so aus, als wie
Es wird nicht. So, dann haben wir auch den Part auch schon mal fast zu Ende. Ach, er erwartet, dass er noch abtanken kann. Das ist doch mal schon mal schön. Aber mit diesem Bild verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Lasst doch einfach mal was da. Ich würde mich tierisch drüber freuen. Bis später, euer Matze85 LP. Tschüssi.